Jo, meine lieben Freunde, ich möchte kurz an dieser Stelle Batu Kaya grüßen. Ja, Bro, du hast geschrieben, grüß mich mal in deinem nächsten Video. Hier ist das nächste Video. Vor 8 Stunden hast du mir geschrieben, hier ist das Ding. Guck mal, wie schnell das bei dogg3dl.de geht, mein lieber Freund. Ja, ich danke dir für den Kommentar. Ich danke dir, dass du mein Abo da lässt. Und vielen lieben Dank für den Kommentar. Natürlich grüße ich euch zurück. Ist doch kein Problem, ja. Also, wenn du auch gegrüßt werden willst, kannst du das gerne tun, ja. Schreib mir einfach einen Kommentar. Ich möchte gegrüßt werden und ich weiß Bescheid, meine lieben Freunde, ja. Wir starten mit unserer Folge, meine lieben Freunde. Sayed hat seinen Diss-Track veröffentlicht mit dem Namen Schwarzmond, meine lieben Freunde. Also, alle waren natürlich heiß gespannt, was wird Sayed jetzt wohl sagen. Er hat einige Dinge aufgedeckt, meine lieben Freunde, die uns sehr viele Fragen in den letzten Monaten und Jahren gebracht haben. Beispielsweise die ganze Geschichte um Alpha, warum er dort aufgehört hat. Zu den ganzen Alpha-Membern, die aktuell da noch unter Vertrag stehen und so weiter. Aber er hat natürlich sehr krasse Kritik an die Manager von Alpha Music sowie auch an die beiden Künstler Jigsaw und Gent. Also es gibt da noch Noah und Ashgobar, ja, also die beiden sind wohl nicht da involviert. Die gab es damals, glaube ich, noch gar nicht richtig so auf dem Schirm. Sondern es geht um Gent. Der hat in seiner Instagram-Story direkt kurz danach einige Disses gegen den Sayed rausgehauen. Also einige krasse Disses. Könnt ihr euch gerne reinziehen, meine lieben Freunde. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und peace and out. Was geht ab? Hier ist Sayed, der freshste Kanake in ganz Deutschland. Und ich spiele mit der AK und mit der AK. Hör mal zu, du kleine Fotze. Hör mir ganz genau zu. Leute fragen sich, warum ist Sayed draußen von Alpha? Nicht, weil er keine Leistung gebracht hat oder sonstiges. Sayed ist eine kleine Fotze. Ich sag euch warum. Mein Bruder Kollege hat ihm ein Mercedes-Benz geschenkt. Hat ihm eine Unterkunft geschenkt. Hat ihm Alben geschrieben. Hat ihm das gemacht. Hat ihm dies gemacht. Die kleine Fotze geht zu anderen Leuten. Alpha zahlt mein Hotel nicht, bitte gib mir ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, wo ich bleiben soll heute, ich habe 20 Euro auf Tasche. Auch zu anderen Rappern, die unser Team kennen. So, so viel zu Sayed. Sein Problem ist, dass ich irgendwo bei irgendeiner Story ihn nicht markiert habe und somit bekannt gegeben habe, dass er nicht mehr bei Alpha ist. Du kleine Fotze, du kleine Schwuchtel, du Schwuchtel mit einem Pinguingang. Du Schwuchtel, du Gangster, stellst irgendwelche Leute im Hintergrund, die irgendwie Schattenbox machen. Schoki, diese Filme ziehen seit 10 Jahren nicht mehr. Wer soll Angst vor dir haben? Mit Pitbulls kommst du in den Dings da. Du kleine Fotze, du kleine Schwuchtel. Und ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Allah, dein Glück ist, dass ich gerade in Kosovo bin, dass ich gerade in der Heimat bin. Sonst, ich schwöre auf meine Mutter, dass ich wäre zu dir gekommen, in dein Kap, wo du herkommst, und ich hätte dir deinen Arsch aufgerissen. Du kleine Schwuchtel, du Hund, du undankbarer Bastard, was du bist. Du bist ein ekelhafter Mensch, bist du. Ein ekelhafter Mensch. Du hast mich dazu getrieben. Ich bin nur der Typ, der in die Öffentlichkeit geht mit irgendwelchen Stories. Aber du kleine Fotze hast es geschafft. Ich habe heute Hochzeitstag. Mein großer Bruder heiratet heute. Du hast meinen Kopf gefickt und du willst, dass ich ruhig bleibe. Du kleine Fotze, ich werde dich ficken, wo ich dich sehe. Wo ich dich sehe. Wisst ihr, was ich am meisten bereue, Schokis? Dass ich diese kleine Fotze vor Jigsaw in Schutz genommen habe. Hätte ich mal gelassen, dass Jiggy deine Fresse einschlägt, du kleine Schwuchtel, du. Du Schwuchtel, du Pinguin, was du bist. Du Pinguin. Du Pinguin, kleine Schwuchtel, die bei jedem Geschrei anfängt zu weinen. Er hat mich angeschrieben, er hat mich verletzt. Bin emotional, ist voll im Eimer, ich kann nicht mehr weitermachen. Was soll ich jetzt machen? Kleiner Tulli, du Opfer bist du. Du Opfer, trotzdem fick ich dich.